Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte am Samstag um 14 Uhr hier im Frankfurter Volksbankstadion. Hier vorne bei uns unser Cheftrainer Gino Lettieri sowie von Seiten der Mannschaft unser Kapitän Patrick Ochs. Kommen wir noch ganz kurz zur verletzten Situation, aber eigentlich nur die bisher drei Dauerkandidaten Fabian Graudenz mit einem Innenbandteilanriss, Fabian Schleusener in Reha, Naum Gebru in Reha, Sean Barry und Yannick Stark haben ihre Gelbsperren ja abgesessen, würde ich sagen. Steigen wir ein mit den Fragen. Gino, erstmal zu deinem Statement vor der Partie gegen die Sportfreunde Lotte. Der FSV zwar auf einem Abstiegsplatz, aber es sind ja auch noch 30 Punkte zu vergeben. Ja, ich hole mal ein bisschen heute ein bisschen mehr aus als wie sonst. Wir haben eine englische Woche hinter uns, die sicherlich jetzt für meine Person jetzt nicht einfach war, weil ich natürlich nicht so eingreifen konnte in der Zeit, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber trotzdem muss ich sagen, hat die Mannschaft von Spiel zu Spiel bewiesen, dass sie sich steigern kann. Wenn ich das erste Spiel gegen Halle hier, was ich gemacht habe, so ein bisschen rückblicke, das war ja eigentlich fast gar nichts. Aber man hat gesehen dann in der kurzen Zeit, dass wir dann in Münster, in Aalen sehr, sehr stabil gestanden sind, auch deutlich mitspielen konnten, das Spiel sehr offen gehalten haben. In Münster sind wir sogar in Führung gegangen, sehr unglücklich den Punkt aus der Hand gegeben, muss man sagen. In Aalen hatten wir die Chance, zur Halbzeit auch in Führung gehen zu können. Aber leider ist die Stabilität noch nicht so, dass wir über die gesamten 90 Minuten das Ganze sehr hoch halten konnten. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt schon ein Stück weiter sind und dass das Spiel gegen Lotte ein ganz anderes Spiel werden müsste. Ja, weil wir jetzt in der Woche auch mal ein bisschen Zeit gehabt haben, so die Schrauben ein bisschen anzuziehen und in manchen Bereichen auch mal das Ganze intensiver zu trainieren. Und daher denke ich, werden wir hier am Samstag alles versuchen, was in unserer Macht steht. Und die Spieler, denke ich mal, die werden diese ersten 50 Minuten von allen, in allen, was wir da geleistet haben, hier nochmal bringen und nochmal ein, zwei Schippen drauflegen, damit wir hier jetzt wirklich dann die Punkte daheim behalten. Du hast es bereits angesprochen, intensiver trainieren, also auch ein Vorteil, dass du nicht wie direkt nach deinem Amtsantritt gleich eine englische Woche vor der Brust hattest, sondern wirklich auch mal eine Trainingswoche die Mannschaft beisammen hast. Ja, auf jeden Fall. Man sieht schon den Unterschied zu der Woche davor und die Woche jetzt. Da ist schon ganz, auch ganz andere Stimmung und auch von der Umsetzung her ist ganz was anders. In der englischen Woche konnten wir in der Trainingszeit nur regenerieren und konnten eigentlich fast nichts machen. Schauen wir noch kurz auf den Gegner, die Sportfreunde Lotte. Zwar gestern mit der Niederlage in Groß-Asbach im Nachholspiel, dennoch ja die Überraschungsmannschaft der Saison als Aufsteiger und auch im DFB-Pokal für Furore gesorgt. Was für eine Mannschaft aus Lotte erwartest du und was für ein Spiel? Ja, ich habe sie auch beobachtet und es überrascht mich nicht, dass die im DFB-Pokal so weit gekommen sind und in der Liga vorne mit dabei sind. Das ist eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, sehr robust, wahnsinnig laufstark. Da kann auch jeder mit dem Ball umgehen. Ja, sie sind zu jeder Zeit gefährlich. Ja, man kann da nicht einfach abschalten. Da die ganze Mannschaft schiebt an. Man hat es ja auch gestern in Groß-Asbach gesehen, obwohl die zu zehnt waren,
haben die Groß Asbach unter Druck gesetzt, sind da angerannt mit einem Mann weniger. Also ich denke, die Platzierung, die sie im Moment haben, bestätigt ihre gute Leistung, was sie bis jetzt in der Saison geleistet haben. Dann danke dir, Gino, bis hierhin. Patrick, kommen wir zu dir und auch der Sicht der Mannschaft. Jetzt heißt es Vollgas geben. Ja, natürlich Vollgas. Es ist ganz klar, dass wir das hätten schon viel früher machen müssen. Ich glaube, es kann auch keiner abstreiten, dass wir das immer versuchen. Nur sind die Ergebnisse gerade sehr, sehr unglücklich und wir auch total unnötige Tore, Gegentore gegen uns bekommen. Es hilft nichts, wir müssen weitermachen. Wir stehen eben mit dem Rücken zur Wand. Wir sind deutlich abgeschlagen. Und deswegen sage ich, einfach weitermachen, Vollgas geben. Und wir wissen auch, dass das Spiel gegen Lotte jetzt ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, aber auch ein absolut machbares. Und von daher, auf geht's. Wie siehst du denn die Mannschaft aus Lotte, die ja doch schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat in dieser Saison? Wie kann man gegen diese Mannschaft am besten auf dem Platz bestehen? Wahrscheinlich mit Kampf ohne Ende. Natürlich, also in der Situation bringt das eh am meisten. Ich sage immer, über den Kampf ins Spiel finden, und das genau sollten wir so angehen. Lotte ist eine Überraschungsmannschaft, keiner hätte gedacht, dass sie jetzt so dastehen. Aber ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht und denke eher, dass die mit einem mulmigen Gefühl hierher fahren, weil im Prinzip haben sie mehr zu verlieren als wir. Wir stehen auf dem Abstiegsplatz, die stehen oben, die wollen vielleicht weiter nach oben in die zweite Liga, wovon wir auch mal gesprochen haben, aber was jetzt man total vergessen kann. Und von daher glaube ich, dass das für die ein Muss-Sieg ist. Und deswegen sind die mehr unter Druck. Und wir müssen alles in die Waagschale werfen. Wir müssen am besten vorne draufgehen, attackieren, alles geben, uns zerreißen. Am besten auch mit den Fans, die auch ins Boot holen. Dass das wirklich mal wieder eine richtig gute Stimmung hier wird. Und dass wir dann mit diesem Sieg, weil wenn das kein Sieg werden sollte, sehe ich schon schwarz. Das ist ein wichtiges, sehr entscheidendes Spiel. Und dass wir dann mit aller Macht dort dann am Samstag gewinnen, sprich hier. Danke dir, Patrick. Dann würde ich sagen, kommen wir zu euren Fragen. Mikro wird gerade eingeschaltet und der Erste, der die Flosse hebt, wenn die Notizen fertig gemacht sind, der hat dann auch das Wort. Ich schaue mal zu den Kollegen in der letzten Reihe. Sieht aber nicht so aus, als wenn die Flosse heute hochgeht. Doch, Manuel Schubert, Frankfurter Rundschau. Sie haben ja gesagt, Sie haben die Schrauben angezogen. Wo haben Sie denn da angesetzt diese Woche? Ja, vor allem im Stellungsspiel, im Umschaltspiel. Das ist mir einfach zu wenig. Und da haben wir halt angesetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte im Frankfurter Volksbankstadion. Bis dahin, tschüss.